Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Auto Hero, Gravity Heroes meine ich natürlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Stage 2. Ich habe wieder El Tostador ausgewählt. Wir können den jede Folge neu bestimmen und werden sicherlich auch in den nächsten Folgen mal einen anderen Charakter ausprobieren. Aber aktuell habe ich mich mit ihm eigentlich ganz gut zurechtgefunden. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Unterschied macht, ob die Spezialfähigkeiten haben oder sonstiges. Was haben wir hier Schönes? Das ist ein Itemautomat. Oh, das ist ja cool. Der gefällt mir. Hat sogar kein Kleingeld gefressen. Oh. Ich bin mal gespannt, wie der Boss hier in der zweiten Runde wird. Im zweiten Level, zweite Stage. Wie auch immer man es bezeichnen mag. Ich hoffe, nicht ganz so schlimm wie der erste. Ah, die Chancen stehen schlecht, dass die Endbosse leichter werden. Oh Gott, nein, geh weg. Ah, die sind aber schnell. Ach, und die können in alle Richtungen schießen. Na klar, ich nicht. Also kann ich schon, aber muss ich hier so komisch am Boden lang kleiden und das macht sich noch komplizierter mit der Steuerung. So, den hier noch schnell weg. Ach, komm, volle Attacke drauf. Okay. Das scheint es jetzt auch zu geben. Natürlich auch nicht schlecht. Dann müssen wir nicht immer die Gravitation verändern. Geht der Itemautomat schon wieder? Er geht schon wieder. Gott, nein. Scheiße, ey. Jetzt sind die ja echt schnell unterwegs. Wie soll ich denn das... Oh Gott, wie soll ich denn das hinkriegen? Ich habe das Gefühl, das Schwierigkeitslevel ist um einiges stärker geworden oder schwieriger geworden. Oder schlimmer geworden oder was auch immer. Hilfe. Los. Nein. Bevor er schießt, haben wir ihn. Was haben wir hier? Gummiball. Geil. Soundtechnisch müsste es jetzt passen. Ich habe die Folge dann nochmal angeguckt, als sie auf YouTube war. Auf jeden Fall in Ordnung. Ich hoffe, dass es nicht zu leise ist. Aber ich habe es da ein bisschen... Also lieber etwas leiser als zu laut. Im Hintergrund fliegen irgendwelche Raumschiffe rum. Konnte jetzt nicht genau lesen, was drauf stand. Was für ein Raum sind wir eigentlich? Was soll das darstellen? Kann man alles nicht so wirklich deuten. Ach, die kleinen Biester. Geht doch alle weg. So, wir gehen nochmal an den Itemautomat. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht wieder dasselbe macht wie... Doch, macht er. Hat natürlich gar nichts gebracht. Schade. Aber wir können ihn ja anscheinend öfter auslösen. Nein, geh weg. Geh runter. Jawohl. Und nochmal. Nein. Ah, das war ein bisschen schlecht getimt. Wiederbelebungskapsel würde ich natürlich mitnehmen, wenn ich es dann schaffe, da hinzukommen. Jetzt. Man muss tatsächlich bei jedem Spielen wieder erstmal ein bisschen reinkommen in die Steuerung. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und selbst wenn es 1 Million Versuche werden. So ein bisschen Schwierigkeit in Spielen mag ich auch sehr gern. Also Games, wo man so locker flockig komplett durchrutscht. Was war das? Setzen wir es mal ein. Jetzt größer. Wow, Wahnsinn. Was ist denn das Cooles? Bin größer geworden. Und unsere Schüsse auch. Größer und stärker wahrscheinlich. Also stärker bestimmt. Oh nein, es hat schon aufgehört. War ein kurzes Vergnügen. Zum Glück haben wir eine Wiederbelebungskapsel. Wir spielen das übrigens auf normal. Hart kann man erst später dann freischalten wahrscheinlich, wenn man es einmal auf normal durch hat. Aber da bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf. Mist, hat ein kleines Stück gefehlt. Ja, was wollte ich sagen? Ich bin nicht so der Riesenfreund von Spielen, wo man so locker flockig durchkommt. Ein bisschen Herausforderung soll es doch dann auch gerne sein. Aber halt alles in einem gewissen Maß. So, was haben wir hier? War das eine Granate? Ach, Mist. Hey, cool. Macht so einen ähnlichen Move wie der Endboss am Anfang. Also in der ersten Stage.
Ach. Rüstung nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Geh weg. Ja, komm. War das der letzte? Oder kommt noch eine Welle? Nein, wir haben es geschafft. War definitiv schon schwieriger als die erste Stage, aber alles noch machbar. Council Headquarters. Man müsste nur lesen, dann wüsste man, wo man ist. Brauche ich gar nicht lange rumrätseln. Fünf Sekunden und die Welle geht los. Itemautomat wartet man natürlich noch. Weiß nicht genau, was das hier zu sagen hat. Da noch irgendwas Komisches passiert. Okay, also die können... Okay, die Wände verändern sich einfach nur... Wow. Ist ja gut. Oh Gott. Wie soll ich denn überhaupt denn ausweichen? Achso, wir müssen wahrscheinlich... Ja, jetzt verstehe ich es. Immer auf die Seite... gerade zu ist. Ich weiß nicht, ob das... Oh nein, die Seite ist aufgegangen. Ich hab's nicht gesehen. Oh Gott, wir kriegen so heftig Damage. Lass mal den Kleinen hier unten weg. Oh, das wird echt... Das kann was werden. Komm schon. Er hat doch kaum noch was. Leben nehmen wir uns erstmal mit rein. Und der brennt seine Homies auch selber an, oder? Ich hab das jetzt falsch gesehen. Ich würde sagen, wir müssen erstmal den Typen hier ein bisschen bearbeiten. Oh Gott. Wir sind gleich tot. Wir haben keine Wiederbelebungskapsel. Da oben ist Leben. Ganz schnell nehmen. Nimm's. Danke. Andere Item lassen wir liegen. Ich habe jetzt da gar nicht beobachtet. Ich glaube, wir müssen... Nee, weit weg reicht auch nicht. Ah, wir haben ihn. Ich habe noch gar nicht beobachtet, ob die Items eventuell nach der Zeit verschwinden. Aber ich glaube nicht. Oh, oh, was kommt hier? Was denn das Cooles? Oh, cool. So ein Mini-Raketenwerfer oder was auch immer das darstellen soll. Nein, nein, geh doch weg. Hallo. Danke. Die Waffe fetzt. Vor allem mächtig was ab. Nein. Ist ein bisschen schade, dass man sich nicht ducken kann. Das fehlt mir noch so ein bisschen im Spiel. Man ja eigentlich gewohnt von so einem 2D-Shootern. Volle Kanne auf ihn, den kriegen wir. Den Kleinen auch. Er ist fast tot. Passt. Was lässt du mir Schönes da? Eine Rüstung? Nehme ich dankend an. Und wir haben wieder Laserwaffe. Gefällt mir. Ist halt nicht, ob man irgendwie langsamer. So könnte man es machen. So könnte man ein bisschen... besser auf einer Stelle bleiben in der Luft. Nein, der muss runter, der muss runter, der muss runter. Mist, Mist, Mist. Nee, nein, zurück. Ach, Mist. Was haben wir hier? Ich weiß es noch nicht genau, wir setzen es mal ein. Ich glaube, wir können einfach Gegner kaputt rennen. Geht uns das gerade was ab? Nee, ne? Oder doch. Weiß ich nicht genau, was es ist. Ah, geh weg. Nein. Gut, also wir müssen auf jeden Fall diese Ecken nutzen, wo dann kein Feuer durchkommt. Es ist nicht so einfach, was ich gerade probiert habe, mit länger in der Luft, also ruhiger in der Luft bleiben. Weiß nicht, ich glaube fast, das wird auf der Konsole um einiges schöner spielbar sein. Nur mit der Maus. Also ich möchte mich nicht beschweren. Und wenn, dann sind das natürlich alles keine Ausreden, sondern das Spiel ist schuld. Ich bin der beste Spieler, den es überhaupt gibt. Ihr wisst schon.
So, Stage 3 könnte schon wieder der Endboss sein, aber da sind wir bis jetzt ganz gut durchgekommen. Boss Stage, Council Headquarters. Ich bin mal sehr gespannt. Was uns jetzt hier Schönes erwartet. Ein Aufzug. Achso, ich kann mich schon bewegen. Ich dachte, das ist Videosequenz. Ach, und die können jetzt auch nach oben machen. Nein, das ist dadurch, dass die in Bewegung sind. Achso, ich darf nicht... Ich darf den Boden nicht berühren. Nimm das auf. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden gehabt. Ah, so ein Feuerspuckding. Na super. Wo soll ich jetzt hin ausweichen? Oh Gott, wo soll ich denn hin ausweichen? Kann ja eigentlich nur versuchen, genau immer in seine Richtung zu gehen. Das geht, aber dann können wir nur seitlich treffen, weil dann nochmal schnell umswitchen auf nach oben gucken. Geht sogar, glaube ich, gerade gar nicht. Wenn es so bleibt, wäre ich damit sogar einverstanden. Nein, es bleibt natürlich nicht dabei. Auch zeitnah Leben nehmen. Okay. Ja, habe ich verstanden. Aber er hat wieder volle Leben, ne? Nein, da lag Leben. Ich habe es nicht genommen. Nein, das war dumm. Nehme jetzt erstmal das hier, auch wenn es vielleicht... Ja, Mensch, so schnell kann ich doch gar nicht reagieren. Nimm's, nimm's. Ich habe auf E gedrückt. War eine Reihe. Weiß nicht, ob das groß was bringt, die Typen jetzt hier abzuschießen. Das schaffe ich nicht. Bin einfach schnell hier durch und gut ist. Ich habe halt echt ein bisschen Angst dadurch, dass er jetzt immer wieder volle Leben hatte. Was ist denn hier los? Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich stelle mich halt aber manchmal auch an wie der erste Mensch. Ah, da war Leben und wir sind tot. Na gut, Versuch Nummer 2. Jetzt ist hier unten E. Ich hoffe mal, wir schaffen's. Ja, haben wir gerade alles schon gelesen. Vielen Dank. Mit Escape lange gedrückt halten, kann man es auch komplett beenden. Habe ich nur gerade eben nicht so schnell dran gedacht. Da war keiner drin. Da war gutes Leben. Jetzt haben wir's. Man muss halt wirklich sehr genau treffen. Da, nimm's. Verdammt. Da ist er. Wir haben vorhin schon so viele Kumpels von ihm da. Ich weiß nicht, ob das was bringt ihn jetzt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Endgegner schon ist, weil vor uns hat er ja wieder volle Leben gehabt. Wir jetzt hier eigentlich erstmal nur durchkommen müssen. Uns gar nicht so dolle drauf konzentrieren müssten. Den Spaß zu über... Also, den Typen zu erledigen, sondern einfach, na verdammt, einfach hier durchzukommen, weil jetzt hat er wieder volle Leben. Bin mir nicht ganz sicher. Wir lieber gucken sollten, dass wir keinen Damage kriegen oder ob das wirklich Ziel ist, die Typen zu erledigen. Ist er wieder weg. So schnell wie das Leben und die Items hier aber auch runterfallen. Wenn sie nicht gerade genau auf einen drauf fallen, ist das echt schwierig. Ach Mist, das war dumm. Ja, nehmen wir mal eins. Wir haben ja genug. Ich gehe jetzt hier einfach schnell durch. Wir müssen aufpassen, nicht jedes Mal an den Rand zu kommen. Gut, lebenstechnisch sind wir echt gut ausgestattet. Ich würde sagen, wir probieren jetzt hier wirklich einfach nur durchzukommen. Und schauen mal, wo es uns hintreibt. Sieht es nämlich gerade eigentlich ganz gut aus. Leben brauchen wir nicht aufnehmen. Ich glaube, wir können eh nur 3 Items mit einmal bei uns führen. So, haben wir auch geschafft. Ohne einen einzigen. Bin sehr stolz auf mich.
Ach, schade. Okay, jetzt ist Videosequenz. Und ich glaube, jetzt geht's an den Endgegner. Die Dinger da oben machen mir Angst. Gucken, ob wir die abschießen können. Müssen die wahrscheinlich wieder hier drauf lenken. Dann den nächsten einmal hier. Hier werden wir die erst mit anschießen. Ja, okay. Schieß. Der ist blau. Bin mir nicht sicher, ob wir jetzt auswählen müssten, was was ist. Aber würde jetzt auch auf die Schnelle nicht erkennen, was das Spiel uns damit sagen möchte. Wir probieren jetzt einfach mal jedem Ding hier so eine Farbe zu geben und dann wird das schon klappen. Oder auch nicht. So aussehen tun die ja eigentlich alle gleich, bis auf die Farbe. Hat halt hier so eine Symbole drin. Aber die Symbole sind absolut nicht oben an den Dingern dran. Ach, jetzt wird es hier auch noch Strategie knifflig, oder was? Dies. Zwei gelb. Buchstaben sind es ja nicht. Das sieht zwar aus wie ein E, was auf der Seite liegt. Hier ein Pfeil, aber... Sonst wüsste ich wirklich gerade nicht, was die von uns wollen. Siehst du mal das hier an. Wir probieren jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten durch. Nein, hier drüben. Schieß schneller. Ach, verdammt. Weiß nicht, ob ich gerade einfach zu dumm bin. Kommt auch ab und zu mal vor. Gar nicht so selten. Den haben wir jetzt nicht aktiviert. Aber gibt uns denn irgendwas einen Tipp? Er trifft den hier hinten gar nicht. Die Farbe haben sie ja erst durch das Anschießen hier bekommen. Trifft da gar nicht, ne? Nee. Nicht, woran ich erkennen soll. Da hinten fliegt was mit dem Zeichen in gelb. Dem ganz linken Zeichen. Okay, vielleicht ist es das. Das heißt, wir schießen den an. Was haben wir dann? Da oben. Rot ist der Pfeil. Ah, okay. Blau ist das E. Rot, Pfeil, Blau, E. Gelb ist das. Einmal hier hin. Komm, schieß. Rot, Pfeil, Blau, E, habe ich gesagt. Und Grün ist dann das. Grün passt. Genau, Rot ist Pfeil. Alles klar. Ich dachte, das hat irgendwas... Also ich habe nicht auf den Hintergrund geachtet. Ach komm. Ich will immer eine Sondereinladung hier. Hier, Rot. Hier hin, hier hin, hier hin. Ja. Nein, ja. Triffst du? Ach, verdammt. Nochmal. Hier oben. Hier, hier, hier. Ja. So, haben wir. Ah, voll reingeflogen. Voll Idiot. Und blau war E. Blau ist hier. Komm. Und ich glaube, dann haben wir es. Yay, wir haben es geschafft. Hat gar nicht so lange gedauert. Hätte auch viel schlimmer sein können. Wenn man einmal da so ein bisschen nicht hinterherkommt, kann das teilweise ganz schön lange dauern. Okay. Bosskampf. Muss ich noch irgendwas machen? Kann mich gerade nicht mehr bewegen. Nö, da hinten kommt er. Und Vigilant. Oder Blind, besser gesagt.
Okay, die gehen alle in ihn rein. Kann jetzt gut oder schlecht sein. Er hat auch noch keine Lebensanzeige. Jetzt natürlich die Frage, was wir gegen ihn machen. Oh Gott. Geh doch weg. Gegen ihn springen sollten wir auf jeden Fall nicht. Wir nehmen uns erstmal die Waffe hier. Okay. Nein, bitte hört vor mir auf. Hört auf, hört auf, hört auf. Danke. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir hier eine bestimmte Taktik fahren müssen. Ja. Die Flummibälle, die fliegen ja auch einfach von ihm ab. Da unten haben wir eine Granate. Würde ich natürlich schon mal nehmen. Nein, die wollte ich nicht. Ich wollte die Granate. Na komm, schnell rüber mit dir. Okay, das hat Schaden gemacht. Weiß nicht, ob wir vielleicht auch immer nur die Dinger gerade Schaden zufügen können, die aktiv sind oder nicht aktiv. Okay, das hat Schaden gemacht. Wie? Nein. Uah. Das wiederum nicht. Oh Gott, ich stelle mich schon wieder an. Wir haben auf jeden Fall wieder die geile Waffe. Die brauchen wir unbedingt. Zack. Okay, die macht Schaden. Entweder, aber jetzt wieder nicht. Okay, er hat die Dinger verloren. Wir haben es anscheinend geschafft, was wir machen sollten. Oh Gott. Aber machen wir ihm jetzt gerade Schaden oder nicht? Bin mir halt nicht ganz sicher, ob wir gerade einfach nur die Muni vergönnen. Vergeuden. Oh Gott. Die ist jetzt einfach mal drauf. Wir werden es sehen. Ah, jetzt. Hat er die Lebensanzeige die ganze Zeit schon? Hab's gerade erst gesehen, man muss halt echt auf viele Sachen gleichzeitig achten. So, und jetzt kommen wieder die Dudes. So richtig verstanden habe ich die Taktik noch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Haben wir noch eine andere Waffe? Probier jetzt einfach mal wie bekloppt drauf zu ballern. Komm, dreh dich um. Jetzt haben wir gerade wieder Schaden gemacht. Aber jetzt die ganze Zeit schon wieder nicht mehr. Ich glaube immer nur in dem Moment, wo die Dinger sich wechseln, wo die hin und her switchen. Ja. Jetzt hat es auf jeden Fall gerade Schaden gemacht. Also hundertprozentig habe ich es noch nicht verstanden. Aber egal, wir ballern jetzt einfach wie bekloppt drauf und machen so weiter und wir werden schon irgendwie zum Ziel kommen. Es ist jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht der schwierigste Gegner, aber ich bereue es gerade eben schon, das Ganze ausgesprochen zu haben. Oh, schneller. Da habe ich bloß noch das eine, ne? Alle anderen leuchten nicht mehr.
Bin aber auch. Komm, hör mal auf jetzt. Ich wollte doch nur hier rüber. Ja, jetzt haben wir's. Leuchtet schon mal keins mehr? Wir haben unsere komplette Rüstung verschossen. Das ist ärgerlich. Und jetzt können wir ihm schaden. Volle Kanne drauf hier. Erstmal nehmen wir das noch. Ah, Gummiball. Oh Gott. Sagt euch jetzt nicht sagen sollen. Bleibt dort. Nein. Ach Gott. Wie soll ich denn dann ausweichen, wenn die Laser sind? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Wir müssen halt kurz bevor die Laser feuern am besten Richtung wechseln. Ach komm. So, dass wir dem dann noch ausweichen können. Ich glaube, so könnte es klappen. Ja, so sieht's gut aus. Bleib bitte einfach so bis zum Ende vom Level. Hier habe ich endlich mal die Taktik verstanden. Aber er bleibt natürlich nicht so. Warum sollte er auch? Was war denn das hier? Ah, wir werden wieder größer. Ach Mist. Hätte man natürlich gerade gebrauchen können, als wir ihm Schaden zufügen konnten. Oh, sei doch nicht so schnell. Nein. Schneller. Ich kann mich gar nicht so schnell bewegen. Ach, komm. Man könnte fast überlegen, das Spiel mit Controller zu spielen. Ich glaube wirklich, das ist besser. Ich möchte hier gar nicht rumningeln, aber... Ja, super. Ja, die scheinen wirklich nur immer in den kurzen Momenten. Verwundbar zu sein. Komm, hör auf. Lass mich schießen. Danke. Ach. Ja, wie soll ich denn auf so einem kleinen, schmalen Stück bleiben? Das geht mit der Steuerung nicht. Komm schon. Auch ein Leben. Habe ich natürlich gerade den guten Moment verpasst. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich weiß, ich kann zwar auch diesen Richtungswechsel machen, aber es ist nicht so easy. Ach komm. Das kann was werden in den nächsten Leveln. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhig bin, aber man muss sich halt echt konzentrieren. Ja. Ich weiß, ich habe gerade einen guten Moment verpasst. Aber ich werde jetzt erstmal hier ein paar Items einsammeln. Den ganzen Spaß mit ein bisschen mehr Ruhe angehen. Was haben wir denn alles? Wir haben diese Ruhe noch, wo wir so golden werden. Oh, da oben das eine Ding noch. Komm. Wir treffen es nicht, weil das andere davor war. Na super. Muss ich auch noch vorher wissen, wo es anhält und in welcher Richtung ich sein muss. Hoch, 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 hoch. Wir haben's. Sehr geil. So, zack. Geh runter. Jetzt rüsten wir hier alles aus. Andere Waffe noch. Oh, schaut mal, wie viel Damage wir machen. Dauerfeuer drauf. Nein. Ah, das war richtig geil. Das hätten wir vorhin schon machen sollen. Da hätten wir es wahrscheinlich jetzt geschafft. Aber das war ja jenseits von Gut und Böse. Haben wir ihn jetzt besiegt? Kleines bisschen Leben hat er noch. Okay, ich muss wieder hier lang. Nee, er ist noch. Ach komm, so viel Leben hat er gar nicht gehabt mehr. Lügenspiel.
Oh Gott. Jetzt ist er aber, glaube ich, richtig wütend auf uns. Dauerfeuer, Dauerfeuer. Wir haben es fast. Ich nehme noch mal Leben nach, aber wir haben auch kaum noch Items. Grobe Fehler dürfen jetzt nicht mehr passieren. Es macht auch kaum Schaden. Oder macht es überhaupt? Na doch, es macht Schaden. Nein. Ach, na klar. Schießt doch gleich 20 davon. Wieder dieser Kack-Move von dem ersten Endboss. Ich werd verrückt. Komm. Dauerfeuer. Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir ihn jetzt? Er hat kein Leben mehr. Nimm das. Ach, er hat es nicht genommen. Haben wir es geschafft? Es sieht gut aus. Komm schon, Spiel. Sag mir, dass ich es... Ja, wir haben wieder so ein Teil bekommen. Hey, geil. Einmal sind wir gestorben, aber eigentlich sogar noch vor dem Gegner. Also bloß bei diesem Aufzug-Hochfahr-Dingens. Dann bin ich doch zuversichtlich, dass wir etwas besser durchkommen werden. Ich sehe gerade, die Folge geht schon 32 Minuten. Aber den einen Tod, den brauche ich nicht rausschneiden, hatte ich ja gesagt. Lange das nicht überhand nimmt. Das waren vielleicht auch nur 2-3 Minuten. Ich bin sehr froh. Dass wir hier doch so gut durchgekommen sind. Dann bin ich mal gespannt, was uns in Stage 3 erwartet. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.